Hey Lieben, ich bin's wieder, Angelo. So, ja. Neue Woche, neues Thema. Diese Woche mit dem Thema, wie reagiere ich, wenn Familie, Freunde und so weiter negativ auf meinen Transweg reagieren. Ja, sehr gute Frage, wie ich finde. Selber leider auch schon Erfahrungen mitgemacht, was Familie und Bekanntenkreise betreffen. Ja, man kann da eigentlich mehr oder weniger nur eins machen. Zum Ersten versuchen, sich das nicht zu sehr, ja, ich sag mal, ins Herz zu nehmen oder zu nahe zu lassen, weil man sich dann definitiv nur selber fertig macht, dann in ja Motivation sich dann definitiv verabschiedet, man morgens keinen Bock hat aufzustehen oder sonst irgendwas, was sehr oft passieren kann. Ich persönlich klar denke mir da so ein, zwei Tage drüber nach, denke mir dann aber immer so für mich so, hey, ich weiß, wofür ich das tue, ich weiß, wer ich bin. Und definitiv habe ich genug Leute, die auch zu mir stehen, trotz dieses Weges. Wenn es auch nicht unbedingt alle in meiner Familie sind oder in meinem Freundeskreis, wie auch immer. Beispielsweise mein eigener Zwillingsbruder kommt überhaupt nicht damit klar oder will einfach nicht damit klarkommen oder so. Ich habe keine Ahnung. Dann meine eigene Schwester, die auch nicht unbedingt positiv darauf reagiert hat. Sie meinte zwar, sie akzeptiert es, kann mich oder will mich, aber solange ich halt biologisch gesehen noch ihre Schwester bin, wird sie mich auch so sehen. Wo ich ihr aber auch mehrfach versucht habe zu erklären, wie ich mich natürlich dann dementsprechend dabei fühle und so weiter. Ja, nicht viel gebracht, aber einfach versuchen, positiv zu denken, so wenn man sich dann halt ändert durch Testosterone, durch die ganzen OPs und die ganzen Wege, wenn jetzt zum Beispiel sowas wie Bartwuchs anfängt oder sowas, man halt, ja, halt markanter aussieht und so weiter, dass sich das dann irgendwann von selber gibt. Solche Kontakte mit solchen Leuten, wenn man von vorweg merkt, dass solche Leute immer wieder gleich reagieren, versuchen definitiv den Kontakt zu meiden, auch wenn es dann, wenn es jetzt zum Beispiel Familie ist, sehr schwer ist, wird, wie auch immer. Und immer versuchen an den Leuten, die man positiv auf seiner Seite hat, die auch immer wieder sagen, so, ey, ich unterstütze dich und bin immer für dich da, die dann aber auch wirklich für einen da sind, versuchen an solchen Leuten festzuhalten. Und klar, man kann sich so ein, zwei Tage seine Gedanken drüber machen. Da sagt, denke ich mir, auch keiner was. Mit den Leuten am besten, mit denen man da gut miteinander klarkommt, die einen da dementsprechend auch unterstützen. Ein bisschen öfter reden, weil reden, finde ich immer, ist immer noch die beste Medizin gegen sowas. Und ja, definitiv immer versuchen, positiv zu denken. Weil wir wissen, wer wir sind, wir wissen, wofür wir das tun, und das sollte man sich von keinem kaputt machen lassen oder sonst irgendwas. Ich hoffe, das Video hilft euch und ja, wünsche euch auf jeden Fall noch einen recht gechillten Abend. Lasst es euch gut gehen und wir sehen uns.